Alexander Sänger und seine Tiffy sind wieder zurück in Rauderfehn. Egal wo dieser Plüschroller, also wo Tiffy halt eben aufgetaucht ist, es war sofort eine Menschentraube drumherum. Die Leute haben unglaublich positiv darauf reagiert, haben so durchgelesen, was wir da geschrieben haben. Der erste größere Stopp war ja Münster. Da habe ich natürlich klar mich auf den Domplatz gestellt. Ne? Und da war natürlich gleich eine Traube von wirklich also um die 100 Leute um den Roller. Ne? Und dann halt auch permanent, egal wo ich war, immer gleich darauf angesprochen. Und also auf Usedom war ich in Ahlbeck, direkt an der Seebrücke habe ich ihn dann hingestellt. Und das also war immer irgendwas los. Ne? Und das war genau Sinn und Zweck der Geschichte. Ne? Der Roller hat die Fahrt gut überstanden. Rund 3000 Kilometer und 12 Tage lang waren sie unterwegs. Der Hintergrund dieser ganzen Fahrt war ja tatsächlich diese Spendentour für die Sternenbrücke. Wir sind immerhin bei knapp 9000 Euro gelandet. Wow, muss ich sagen. Also ja, ich hätte mit viel, viel weniger gerechnet. Aber es haben wirklich so viele mitgemacht, auch gerade hier aus der Region und so Firmen hier aus der Region, viele Privatpersonen aus der Region. Aber auch unterwegs haben welche gesagt, Mensch, was machst du da eigentlich? Und dann hast du das erzählt. Ja, und ich war halt eben bei der Sternenbrücke und habe mir mal das alles vor Ort nochmal angeschaut. Und ja, also du gehst raus. Man merkt, also es ist wirklich hoch emotional. Und ich glaube, das ist absolut am richtigen Platz, wo das ankommt. Ist wirklich gut.